Ja, wir freuen uns, dass Fit in Deutsch jetzt zum ersten Mal nach der Corona-Pause, Corona-Zwangspause wieder stattfinden konnte. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass die Kinder aus der Ukraine hier angekommen sind. Circa 20 bis 23 Jugendliche ein bisschen Deutsch lernen konnten, auch mal die Stadt ein bisschen gesehen haben. Ja, das ist sehr schön. Freut uns, dass das geklappt hat in den Osterferien und dass wir auch fitte Sprachlernbegleiter und Begleiterinnen dabei haben. Ja. Sehr schön. Die haben die Jungen und Mädchen erlebt, die noch kein Deutsch können. Die beiden. Wir haben hier unseren Übersetzer, oder bitte hin. Ne? Ja, kann man gezwungenermaßen sagen. Gezwungenermaßen bin ich der Übersetzer. Ja, Gott sei Dank. Kinder der Ukraine, weil die sind seit einem Monat hier maximal und können dementsprechend noch gar kein Deutsch. Wir haben vielleicht zwei Kinder, die das schon ein bisschen in der Ukraine in der Schule gelernt haben. Die meisten sprechen aber tatsächlich nur Russisch oder nur Ukrainisch und ein bisschen Englisch. Und ja, ich hatte das Glück, dass Russisch meine Muttersprache ist und deswegen konnte ich ein bisschen dolmetschen. Und die Kinder hatten auch Glück. Die Kinder hatten auch Glück, genau. Das stimmt, ja. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Wir haben in der ersten Woche mit einem Steckbrief gestartet, mit einer eigenen Vorstellung und haben dann auf den Ausflug in die Fauna nach Solingen gearbeitet. Also wir haben erst die Tiere, die heimischen Tiere hier uns angeguckt und haben Tiersteckbriefe erstellt. Und die zweite Woche war eigentlich davon geprägt, dass wir mehr uns Remscheid angeguckt haben. Also wir haben erst NRW im Ganzen gesehen und sind dann nach Remscheid tiefer eingedrungen, quasi haben ein bisschen mehr bei Remscheid gemacht und das ist gestern dann geendet mit dem Werkzeugmuseum, mit einem Ausflug. Genau. Und wie war das Feedback? Also ich kann jetzt nur für meine Gruppe sprechen, von Dela und mir. Das Feedback war durchweg positiv, also die Kinder fanden diese Mischung aus, ich sag mal Freizeit und Aktivitätsangebot und natürlich auch Lernzeit hatten wir ja auch. Wir haben es versucht, sehr ausgewogen zu machen und das haben die Kinder sehr gut aufgenommen. Natürlich auch, es gehört auch dazu, Mittagessen, Frühstück, die Freizeit auf dem Hof. Was wir schön fanden, wir mussten selber gar nicht viel machen, haben wir gerade eben noch festgestellt, die Kinder, also ob aus der Gruppe oder aus der Gruppe, unsere Gruppe war die schon ein wenig länger in Remscheid ist und auch schon in den Schulen angekommen ist und da betreut wird. Wir mussten gar nichts machen. Die Kinder haben sich selber tatsächlich untereinander vermischt, sie haben miteinander gespielt, kommuniziert. Das war uns auch wichtig letztendlich, dass die Truppe zusammenwächst. Die Ausflüge in die Fauna und auch ins Werkzeugmuseum haben wir auch zusammengestaltet. Also das war jetzt nicht erst die Gruppe und dann die Gruppe, das haben wir alles zusammen gemacht. Und die Institutionen, die sind uns da wirklich auch finanziell, muss man sagen, sehr entgegengekommen. Ist ja, wir sind ja in erster Linie durch Sponsorengelder, wird das ja gefördert. Und die Fauna zum Beispiel hat uns 50% auf Einlass und Führung erlassen. Das Deutsche Werkzeugmuseum hat uns die Führung komplett geschenkt und der Eintritt ist ja frei für Kinder und Jugendliche. Aber da sind wir uns sehr entgegengekommen. Es war wirklich schön, also auch zu sehen, wie die Kinder das genossen haben, die Zeit. Und für uns, was wir auch als sehr, sehr schön empfanden, war, dass die Kinder einfach hier auch, muss man ja sagen, auf den Konflikt da, den Krieg in der Ukraine, dass die Kinder hier wirklich wieder Kinder sein konnten. Die konnten spielen, sie wussten, hier ist alles sicher, ihnen kann nichts passieren. Das war einfach toll. Es gab natürlich auch Kinder, die einen oder anderen hattet ihr, glaube ich, ne, die natürlich geprägt waren von dem, was sie erlebt haben. Aber auch das waren immer nur so Momente im Prinzip, die man... Ne? Ja, also gab ein, zwei, die Redebedarf hatten, aber... Ja. Ja, man hat ein offenes Ohr, aber wir zwingen niemanden oder nein, so darüber zu reden, wer das nicht möchte. Es kamen ein, zwei, die dann quasi mit mir ein bisschen darüber gesprochen haben, aber vollkommen auf freiwilliger Basis und dann hört man natürlich zu. Und für die Kinder aus der Ukraine war das hier in Remscheid natürlich eine völlig neue Welt, jedenfalls für die meisten. Absolut. Haben Sie das irgendwie zurückgespielt bei Ihnen? Sie konnten ja mit Ihnen sprechen über Russisch. Sie hatten, sage ich mal, viele, ich sage nicht Vorurteile, aber viele so falsche Ideen. Zum Beispiel hat einer mich gefragt, ob es legal wäre, hier mobile Hotspots von einem Handy auf das nächste geben, weil sie gehört haben, dass das wohl verboten wäre in Deutschland, also mobile Hotspots für sich einzurichten. Und da habe ich natürlich gesagt, nein, natürlich geht das. Warum sollte das nicht funktionieren? Würden alle das R so rollen, sagen wir, wie in Österreich. Oder die Bayern.
Ja. Genau. Ne? Also das genau, war so. viele so Geschichten, die man wahrscheinlich irgendwo mal aufgeschnappt hat, was dann aber, wo man gesagt hat, nein, so streng sind wir nicht. Ja. Oder wir hatten eine Sache bei den Steckbriefen, wo es darum ging, sich gegenseitig vorzustellen. Nimmt man natürlich jemanden dran und dann sind sie wie selbstverständlich aufgestanden, derjenige, der dran war, sind zur Tafel gegangen und haben sich umgedreht und standen an der Tafel und das war wie ein Vortrag. Und da habe ich mich erinnert, ach ja, stimmt, in Osteuropa ist das so auf Schulen, dass man eben, wenn man irgendwie ein Ergebnis vergleicht, man steht auf, man geht nach vorne und dann sagt, ich bin der und der und so und so. Und dann haben wir dann beim dritten Mal gesagt, hey, ihr müsst nicht aufstehen, ihr könnt das ruhig vom Sitzplatz machen, das ist schon okay. Da war sie verblüfft. Genau. Wir hoffen, dass wir sie jetzt nicht verzogen haben für die Zukunft. Genau, aber wir haben gesagt, hey, das ist ja ganz locker hier, also ihr müsst jetzt nicht... Das war uns auch sehr wichtig, dass den Kindern auch immer bewusst ist, wir lernen hier zwar Deutsch natürlich, klar, wir sind dabei, natürlich das neue Vokabular, Tiere, jetzt Werkzeuge in unserem Fall, oder auch Remscheid natürlich, Sehenswürdigkeiten haben wir mit ihnen besprochen, aber dass das natürlich trotzdem immer noch ein Ferienprogramm ist letzten Endes und sie freiwillig hier sind. Also wir haben auch keinen gezwungen, wiederzukommen. Oder wir hatten auch zwei Kinder dabei, die hatten mal einen Arzttermin zwischendurch, dann ging das eben einfach mal nicht. Genau. Oder wir hatten auch die ukrainischen Kinder, das weiß ich noch, wir hatten zwei, dreimal den Fall, die mussten zur Registration noch, auch hier in Remscheid. Das konnten wir natürlich diesen Termin nicht verweigern. Natürlich müssen sie da hin. Wie gesagt, das war komplett auf freiwilliger Basis hier. Und das Schöne ist, dass wirklich alle immer irgendwie wiedergekommen sind und auch jetzt gerade auch alle schon wieder gefragt haben, oh, jetzt ist das Ferienprogramm vorbei, ach, wir würden gerne noch so weitermachen. Gibt es das denn nochmal nächstes Jahr? Und dann waren sie ganz verblüfft, dass wir gesagt haben, ja, das gibt es sogar noch zweimal in diesem Jahr. Und ihr könnt sehr gerne wiederkommen, kein Problem. Nicht mit uns dann, das wird nicht gehen, aber mit anderen Lehrerkörpern, die auch sehr, sehr nett sind. Und wir vielleicht nächstes Jahr, haben wir schon gesagt, in der Truppe hier vielleicht. Wir gucken mal. Ja, also. Ich denke mir, der Schuldezernent der Stadt Remscheid, Thomas Neuhaus, hat diesen Bericht gerade gerne gehört. Ja, vielen Dank dafür, dass Sie in den Ferien solche Angebote machen. Das ist einfach toll. Auch in dieser Konstellation ist das ja schon eigentlich wirklich ein Klassiker und wir haben alle nicht gedacht, dass wir diesen Klassiker jetzt wieder brauchen würden. Das ist zur richtigen Zeit geplant gewesen und die Bedarfe, die sind da und die werden sicherlich auch noch größer. Ich kann das mal versuchen zu quantifizieren. Wir haben zurzeit ungefähr 200 schulpflichtige Kinder mit dem Fluchthintergrund Ukraine in unserer Stadt. Davon sind 120 in dem Alter, dass sie weiterführende Schulen besuchen und sie sind natürlich alle noch nicht lange hier und diese Bedarfe sind einfach riesig und deshalb ist das hier ein gutes Beispiel dafür, was in der Stadt passiert, um möglichst schnell einfach einen guten Aufenthalt, eine gute Integration hinzubekommen und da ist natürlich Sprache der Schlüssel und dass das auf so eine schöne, lockere, freizeitorientierte, zwanglose Art gemacht wird mit solchen netten Typen, von denen ich mich, glaube ich, auch gerne unterrichten lassen würde. Dankeschön. Ja, umso besser. Das ist ja im Grunde genommen sind das so die ersten Berührungen mit einer Stadt, mit Leuten. Überall da, wo Menschen zusammen können sie Deutsch lernen. Und das müssen wir organisieren. Und bei den Ferienkursen müssen wir gucken, dass wir auch da nochmal schauen, ob wir noch mehr anbieten können in der nächsten Zeit. Danke dafür. So. Ja.